Hallöchen, Leute, und willkommen zurück zu Minecraft. Bisschen her seit der letzten Folge, so ein, zwei Tage. Wie der eine oder andere mitbekommen hat, mitbekommen sind ja die ganzen Minecraft-Folgen mittlerweile auf dem Hauptkanal gelandet, weil ich ja gesagt habe, es geht alles wieder auf Hauptkanal zurück. Und da habe ich auch die Minecraft-Folgen quasi komplett umgezogen. Ich glaube, das werden die meisten Minecraft-Zuschauer auch mitbekommen haben, denke ich. Falls nicht, Pech gehabt. Und ja, es geht wieder weiter so ein bisschen. Ich werde das weiterhin mit Minecraft zur Hand haben, wie vorher auch. Das heißt, es ist nicht so ein, jeden Tag eine Folge-Projekt. Sondern ich nehme Minecraft auf und lade Minecraft hoch, wenn ich Lust dazu habe. Und wenn ich keine Lust dazu habe, dann kommen auch keine Folgen zu Minecraft. Ansonsten ist mein Too Many Items ganz offensichtlich noch an. Konnte man das nicht irgendwie ausschalten sogar? Mit irgendeiner Taste bestimmt. Weil ich will das jetzt eigentlich gerade, muss ich ehrlich sagen, gar nicht anhaben. Ich hätte das gerne weg. Ich weiß, dass das mit einer Taste ging. Aber ich weiß gerade, mit O. Okay. So ist schöner. Ja, das wird quasi hochgeladen, wann ich Lust habe. Und aufgenommen, wann ich Lust habe. Ich werde auch die, oder ich werde sehr wahrscheinlich die Kronk'sche Aufnahmemethode verwenden. Die, da besagt, ich nehme einfach auf und nehme auf, bis ich keine Lust mehr habe und schneide dann alles zusammen. Und mache nicht hier, wie vorher auch, immer so einen Riesen mit einzelnen Parts und sowas und sowieso. Also ich mache natürlich schon einzelne Parts, aber das ist meine An- und Abmoderation und blablabla, weil, wie gesagt, Minecraft soll für mich immer noch so ein Entspannungsprojekt sein. Und das soll auch vor dich so bleiben. Interessanterweise bin ich jetzt hier in meinem Bauernhaus, obwohl wir das letzte Mal am Dschungeltempel waren. Da will ich auch noch mal hin. Das hat auch einen Grund, denn wie der ein oder andere sieht, habe ich mittlerweile eine Minimap-Mod installiert. Minecraft ist ja seit meiner letzten Aufnahme so um ein paar Versionen gestiegen. Und habe gedacht, ja, nutze ich mal den Zeitpunkt, um eine neue Mod zu installieren. Besonders, weil ich von Honeyball habe ich jetzt empfohlen bekommen, so ein, ich habe vergessen, wie der Name ist. Minecraft Downloader hieß der so. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber das ist ein super praktisches Programm, weil da kann man nämlich jede beliebige Minecraft-Installation quasi einfach runterladen, solange man Minecraft installiert hat. Und man hat auch so eine Mod-Auswahlliste, wo man einfach sagen kann, ich will die und die und die Mod und dann passt es auch schon. Das finde ich persönlich total geil. Die Shader funktionieren auch wieder einwandfrei. Das finde ich sehr schön, auch so persönlich. Und ich habe vergessen, wie man schwimmt. Naja. Und ja, finde ich persönlich ziemlich cool, muss ich mal so sagen. Gefällt mir sehr gut, dieses Programm, weil es halt echt easy ist. Ich habe mich trotzdem wie immer mit Mods zurückgehalten und nein, ihr braucht mir immer noch keine Mods empfehlen. Ich werde sie nicht installieren. Ich arbeite bei dem Spiel mit einem Minimum an Mods. Das heißt, ja, ich kenne das Technic Pack. Nein, ich werde es nicht benutzen. Ja, ich kenne auch den ganzen anderen Krimskrams. Nein, ich werde ihn nicht installieren, weil ich nur normales Minecraft spielen will. Die einzigen Mods, die draußen sind, die Shader Mod, Optifine, die Minimap und Too Many Items. Mehr wird auch nicht drauf kommen. Auch keine Backpack-Mod. Nein, auch keine anderen Mods. Nein, ihr braucht mir nichts vorschlagen. Nein, ich kenne immer noch die meisten Mods. Ja, nein, sie kommen nicht drauf. Ganz einfach. So, gut, dass das geklärt ist. Gehen wir weiter. Ah, schöne Musik. Ich habe meine Playlist ein bisschen erweitert, um auch mal ein bisschen andere Musik zu featuren. Nicht nur, dieses Incompetech-Zeug, weil das wird auf Dauer halt echt öde, sondern ich habe einfach mal ein bisschen was anderes noch mit reingepackt. Und schauen wir einfach mal, wie das so aussehen wird. Ich versuche mich hier jetzt immer noch durch den Dschungel zu kämpfen, damit wir nochmal in den Dschungeltempel kommen, denn der will immer noch erkundet werden. So, 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 so. Okay. Ich benutze auch ein neues Texture-Pack, wie der ein oder andere vielleicht bemerkt hat. Und ich werde bei dem auch bleiben, weil mir das unglaublich gut gefällt. Honey hat es mir dann noch ein bisschen angepasst, damit es mit dem Shader richtig funktioniert. Ich habe nur den Namen vergessen, aber ich verlinke es in der Beschreibung. Okay.
Bin ich eigentlich, auf welcher Schwierigkeit bin ich eigentlich? Ich glaube, ich bin auf Peaceful. Wir sollten vielleicht mal auf Easy schalten, wenn ich was zu essen dabei habe. Nee, habe ich nicht. Dann bleiben wir einfach mal auf Peaceful. Werden wir unsere erste Dschungelruine halt auf Peaceful erkunden. Oder ich stelle vor der Dschungelruine auf Easy. Ich war ja noch, ich weiß, dass ich die letzte Folge eigentlich noch so halb im Baummodus beendet habe und ich wollte eigentlich nur mal da vorbeigucken und auf einmal war dann diese Ruine, beziehungsweise der Tempel. Na, schauen wir mal. Ich glaube, die sind eh alle so ziemlich exakt gleich aufgebaut, von daher wird es wahrscheinlich eh nicht so spannend, wie ich mir das vorstelle. Aber naja, schauen wir mal rein. Schalten wir auf Easy. Und gucken wir mal. Ich habe nicht mal eine Waffe, um mich zu verteidigen, aber ich habe eine Iron Pickaxe. Das muss reichen. Was haben wir denn hier? Ein Loch zum Rausgucken. Ein Guckloch. Was haben wir da oben? Ich war zwar schon mal in einem Dschungeltempel, aber das ist Monate her. Ich habe alles vergessen. Ich weiß, dass es hier, glaube ich, Tripwires gibt. Und wie wäre es mit Licht? Mach mal mehr Licht, DK. Okay, okay. So, was haben wir denn da? Ach so, diese Hebel, ja, das ist ein Rätsel. Ich dachte eigentlich hier... Oh, au, ah. Ich würde gerade sagen, ich dachte, hier sollen Fallen sein. Man sieht die Tripwires gar nicht in dem Texture-Pack. Wie eklig ist das denn? Okay, einfach Geronimo und durch. Alles gut. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich da reingucken. Danke für die Pfeile. Vielen Dank für die Pfeile. Vielen Dank, da ist eine Tripwire. Aua. Ach, nein. Nein. Spiel, ich bitte dich. Die Pfeile. So, plopp. Das kann ich jetzt gar nicht aufheben, weil ich das nicht durchschneiden kann, weil ich keine Schere dabei habe. Nehme ich halt die Schalter zumindest mit. So. Puh, mir doch egal. Und das Redstone, das nehme ich nämlich auch mit. Sobald ich rankomme. So. Gut, gut, gut. Und dich da. Und dich da auch. Das. Also ich. Doch, hier sieht man eine ganz leichte Linie. Das ist echt fies. Was haben wir denn da drin? Knochen, Diamanten, Eisen. Ja, Mensch. Und was war das da nochmal? Ich weiß, dass da irgendein Geheimgang mit aufging. Aber ich weiß nicht mehr genau, wo. Ich glaube, da hinten irgendwo. Aber will ich dieses Rätsel wirklich lösen? Nö. Deshalb schauen wir einfach so da rein. Hey! Gold, Gold. Super. Aber die Pistons nehme ich mit. Ja, 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 ja. Und den Repeater auch. Kann man immer gut gebrauchen, sowas. Und die Steine hier auch. Die finde ich ganz hübsch. Und die ganzen Schalter natürlich. Und da ist noch mehr Redstone. Oh, Moment. Da fällt mir ein. Da war noch ein bisschen Redstone. Redstone. Nehmen wir den Dispenser auch noch mit. Komm. Wenn wir schon alles ausrauben, dann richtig. Jetzt haben wir aber alles, glaube ich. Jo. Also das Wichtigste haben wir hier ausgeräubert. Na Mensch. Diese Spannung war kaum erträglich gerade. Schalten wir wieder auf Peaceful. Ich hätte auch auf Peaceful reingekonnt. Es hat keinen Unterschied gemacht. Na gut. Da unten ist eine Höhle. Aber jetzt wollen wir erstmal wieder zurück zu unserer Hütte. Und wollen mal dort ein bisschen weiter ausbauen. Denn darum geht es ja im Endeffekt hier erstmal. Unser Fuchsbau ist eigentlich auch noch nicht richtig fertig. Ich habe übrigens immer noch den gleichen Skin wie vorher auch. Immer noch den Fuchs-Skin. Der wird sich auch nicht ändern. Warum denn auch? Passt ja. Und schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Cool wäre natürlich, weil ich ja im Moment auf dem Hauptkanal den Red Mage Avatar habe. Und nein, das bedeutet nicht, dass ein Final Fantasy LP kommt. Weil Final Fantasy nicht zu lang ist für ein LP. Aber so ein Minecraft Avatar im Red Mage Style wäre auch was. Also natürlich mit dem Fuchs, ist ganz klar.
wie sich das gehört. Aber, wäre mal ganz cool. Mal gucken, ob ich mich über sowas mal drüber wage selbst. So, darf ich da durch? Bitte. Das wäre voll schön und so. Das ist quasi der direkte Weg hier gerade. Okay. Geht doch. Dass diese Dschungels aber auch immer so verwurstelt sein müssen. Schrecklich. Schrecklich, schrecklich. Eigentlich wollten wir ja, glaube ich, eigentlich sind wir ja nur hierher gekommen, weil wir auf der Suche nach Kühen waren. Und, ich habe mich, während ich, man sieht es ja rechts oben, ich habe mir die Waypoints erstellt. Deshalb war ich auch quasi nicht mehr an der Ruine, beziehungsweise am Tempel. Und ich habe während der ganzen Zeit, wo ich wieder meine Dings gesucht habe, meine Hütte gesucht habe, bin ich nicht an einer Kuh vorbeigekommen. Hier auf dieser Map herrscht absoluter Kuhmangel. Das ist unglaublich. Dabei wollte ich eine Kuh haben. Ich brauche eigentlich nur 2 Kühe, das reicht ja schon. Mehr will ich ja gar nicht. Auch wenn ich immer noch ganz verstehe, wie 2 Kühe ein Kind bekommen können. Denn eigentlich braucht es dafür eine Kuh und einen Bullen. Aber das macht ja nichts. Das sind Details. Und ich muss sagen, mit der Shader-Mod sieht das Wasser echt geil aus. Ab und an buckt es noch so ein bisschen rum. Das liegt aber wahrscheinlich an Optifine, dass hier teilweise Blöcke nicht richtig geladen werden oder zu spät. Die Probleme hat Optifine bei mir allerdings schon immer gemacht. Egal, was ich daran an den Settings gefeilt habe. Und naja, macht nichts. Lass mich raus. Danke. Höpp. Okay. Jetzt müssen wir eigentlich bald... Oh, jetzt regnet es auch noch. Das ist echt uncool. Ich will jetzt keinen Regen, Mann. Schwein. Da ist mein Bauernhaus. Gehen wir mal in unseren Fuchsbau gucken, was wir da noch haben. Ich habe nämlich überhaupt keinen Überblick mehr. Überhaupt gar keinen. Na, komm schon. Das sind noch die ganzen Fackeln, die ich mir aufgestellt habe. Die brauchen wir jetzt natürlich nicht mehr. Und aus irgendwelchen Gründen sagt mir irgendein Addon da unten an dieser einen Stelle immer unable to locate sign. Allgemein, das ist mir so aufgefallen, das muss ich noch korrigieren. Sind die Schilder alle nicht mehr beschriftet? Warum auch immer? Ich gehe mal davon aus, das liegt an der neuen Minecraft-Version oder sowas, dass das irgendwann mal überschrieben wurde. Oder es liegt daran, dass ich das Savegame 1000-mal hin und her kopiert habe, weil ich ausnahmsweise mal nicht wollte, dass mein Savegame verloren geht. Also eigentlich wollte ich das nie, aber es ist immer passiert. Nach jeder neuen Aufnahme war mein Savegame ja weg, weil ich es jetzt mal verscherbelt, nicht verscherbelt habe, aber ne, und so. Und diesmal habe ich mein Savegame noch. Ja, diesmal habe ich alles tausendfach gesichert und aufgehoben. Jedenfalls steht hier gar nichts mehr. Und genauso wenig im Fuchsbau selbst, der übrigens nicht mehr so schrecklich überbelichtet ist, da der neue Shader wesentlich besser eingestellt ist. Finde ich persönlich so persönlich. Und die Schilder fehlen auch alle. Ups. Das wollte ich nicht. Jedenfalls checken wir mal kurz, was wir haben. Nichts. Eisen. Machen wir da mal so. Erz. Ach, das ist meine ganze Ausrüstung. Da ist... Ach, das war, glaube ich, die Zeugskiste. Da ist nix. Da ist Stein. Und hier ist nix. Ich weiß, dass wir für unser Bauernhaus immer noch Ziegel brauchen. Oh. 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 Ich habe sogar ein bisschen was geschmolzen, ganz offensichtlich. So. Und da auch noch? Ja, Traum ist das. Was haben wir denn hier? Ein kaputtes Schwert, ein bisschen Erz. Ich muss wirklich aufräumen. Hui. Okay. Legen wir erstmal unnötiges Zeug ab. Ich brauche unbedingt ein bisschen Platz. Wo ist meine Krimskramskiste? Ich muss die Schilder nachbeschriften. So. Ich hau da jetzt einfach alles rein. Ah, das ist eine Wooden Shovel. Okay. Sapling. Pff.
Moos, Pistons, Kohle. Lever. Hä, warum hat das gerade gezoomt? Kein Schimmer. Ich habe keine Ahnung. Oh, da haben wir noch Clay. Okay. Okay, Clay. Ich bin so lustig. Okay. Warum zoomt das schon wieder? What the fuck? Ach, egal. Wenn es nur im Inventar ist, soll mir das recht sein. Aha. Kabel. What? Mach doch, was du willst, Spiel. Mach doch einfach, was du willst. Und Pfeile. So. Okay. Jetzt. Machen wir daraus. Und daraus. So, 27, Mensch. Jetzt muss ich erstmal gucken, was ich denn überhaupt noch alles brauche. Vorher werde ich allerdings noch das einschmelzen. Wie war das? Ein Kohlestück für 8. Also nochmal hier 2. Na, machen wir es so. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Wundervoll. Dann schauen wir jetzt erstmal, was wir überhaupt brauchen. Da oben auf dem Dach noch. Ich habe ja quasi keinen Schimmer mehr. Und ich find's geil, jetzt muss ich gerade mal so nebenbei sagen, dass ich meine Playlist eben erweitert habe und trotzdem jetzt die ganze Zeit das gleiche spielt wie vorher. Ich muss mal kurz schauen. Ach, ich habe gar keinen Shuffle drin. So. Viel besser. Ich habe vergessen, meinen Shuffle reinzupacken. Deshalb hat es einfach nach der Reihe durchgespielt. Jetzt haben wir jedenfalls coole Mega Man Musik, die man durch den Regen nicht hört. So. Ich will lieber die coole Musik haben. Der Regen hört nicht auf. Warum tut er das? Also. Jetzt müsste aber wirklich dann aus sein. Ich habe zweimal geklickt. Ja. Sehr gut. Dafür haben wir jetzt coole Mega Man Musik. Das ist es mir wert. Hey, eine Ente. Ja. So. Moment, eine Ente? Du bist ein Gockel, keine Ente. Warum sag ich Ente? Keine Ahnung. Eine Ente. Ich kenne mich gut aus mit Tieren. Ey. Okay, schauen wir mal, was wir da oben jetzt eigentlich noch genau brauchen. Ich weiß, dass das Dach noch lange nicht fertig ist. Aber ich habe auch nur mal ganz im Kopf, was jetzt noch fehlt. So. Gucken wir mal. Diebsch. Okay. Ach, ich glaube, ich wollte das Dach hier oben sogar abschließen. Aber brauche ich noch Treppenstufen? Moment. Warum sieht das hier so beschissen aus? Ich habe das eins zu kurz gemacht, ne? Ja. Oh. Na gut. Oh, bin ich doof. Oh, Mann. Na gut. Macht ja nix. Machen wir halt alles neu. So, muss ich gleich nach unten springen, um alles einzusammeln. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum das so beschissen aussieht. Und dabei habe ich es einfach nur haushoch verkackt. Wo ist eigentlich... Das Haus hatte doch eine Tür gehabt. Oh, ich bin im falschen Stockwerk. Ups. Ja. Das Haus hatte auch 2 Stockwerke. Ich vergaß. Oh. Ich sollte kein Minecraft spielen. Nee. So. Okay. Aber Moment. Nee, das passt.
Das passt. Okay, machen wir dann einen Block hin. So. Ich finde es auch schön, dass die... What the fuck is this shit? Was hast du mir da für einen scheiß Block hier gerade hingesetzt? Moment. Eckblöcke? Really? Warte mal. Ich will den nicht hier haben. So. Nein.